Ich möchte uns ein Wort Gottes lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Da heißt es von Vers 12, darum will ich euch stets daran erinnern, wiewohl ihr es wisset und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch solche Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch nach meinem Abschied allezeit etwas habet, wodurch ihr euer Gedächtnis auffrischen könnet. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten. Wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit daherkam, des Inhalts: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Meine lieben Geschwister, wenn der Morgen kommt, dass der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wenn es noch Nacht ist, steht im Osten zu gewissen Zeiten der Morgenstern. Das ist der große Planet Venus. Strahlend steht er am Himmel. Das ist die sichere Garantie dafür, dass die Nacht zu Ende geht, wenn er kommt, dieser Stern. Dieser großartige Planet erhält sein Licht von der Sonne, in deren Nähe er auch steht. Dieser Planet, der nun sichtbar wird, bezeugt uns, dass die Sonne bereits dicht unter dem Horizont steht und dass der neue Tag kommt und bald kommt Sonnenaufgang. Dieser Planet oder Stern Venus ist also ein deutliches Zeichen. Es ist das Zeichen des neuen anbrechenden Tages. Nun kann es ja hochintelligente Menschen geben, die sagen, das stimmt nicht. Mach du das aber nicht. Sonst erkennt man die Lücke in deinem Wissen und du blamierst dich unsterblich. Petrus sagt uns, wir halten desto fester an dem prophetischen Wort. Und wir achten darauf, sehr weislich. Ich möchte nun heute Abend mit Ihnen einige Fakten besprechen, die wir von der Schrift her sehen können. Als ersten Punkt heute Abend möchte ich Ihnen sagen, achte auf die Zeichen der Zeit heute. Achte darauf. Wenn Gott sagt, dass wir die Zeichen der Zeit beachten sollen, dann sollten wir das auch tun. Wir sollten nicht achtlos vorübergehen, wenn wir von Gott daran erinnert werden, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Das ist auch so ein Zeichen. Zeichen sind manchmal rettende Wegweise. Man kennt das in der Natur unter den Tieren. Man kennt das bei einem Sinti oder bei einem Roma, wenn der dich zu Hause besucht. Und er klingelt bei dir. Und du hast ein Häusle gebaut. Und du gibst ihm nichts. Dann macht er, wenn er weggeht, vorne an deiner Tür ein Zeichen. Wenn dann noch ein Roma oder ein Sinti kommt, gucke die nur auf das Zeichen und dann wissen sie, dass du ein Geizhals bist.
Gibst du aber gut und gerne, dann macht er auch ein Zeichen. Und die kommenden Sinti oder Roma, die klopfen alle bei dir an. Die wissen, dass du kein Geizhals bist, dass du gerne etwas gibst. Du brauchst ja nicht gerade den Teuro abzugeben. Aber ein Butterbrot, ein Stück Wurst, ein Stück Käse, das macht es auch. Da sind die Sintis auch mit zufrieden. Zeichen, damit hat auch das Straßenverkehrsamt zu tun. Stell dir mal vor, es gäbe keine Zeichen. Dann hätten wir die Krankenhäuser wesentlich reichlicher besucht. Selbst hier, meine Vorbereitung ist auch aus Zeichen. Ich habe es in meinen Computer gegeben und mein Computer hat mir das ausgedruckt. Alles Zeichen. Jede Sprache besteht ja aus Zeichen. Zeichen können aber auch Signale Gottes sein in unserem Leben. Und du siehst nicht darauf, das kann für dich fatal sein. Gott sagte einmal zu Hiob, das tut der Herr zwei und dreimal in seinem Leben. Ich hatte eine Missionarin, die war auch schon im vorgerückten Alter. Da sage ich, willst du nicht heiraten? Oh, sagte sie. Das hat Zeit. Ich lasse lieber drei richtige laufen, ehe ich einen verkehrten heirate. Sie ist ledig geblieben. Ja, sie hat sich manches erspart. Meine lieben Freunde, wir sollen auf die Zeichen achten, die Gott uns gibt. Achte besonders auf die Zeichen der Wiederkunft Christi. Das ist für unsere Generation sehr, sehr wichtig. Wohin geht denn die Reise der Nationen? Wer kann uns eine sichere Auskunft geben? Ist das Nostradamus? Was bringt uns die Zukunft? Wir müssen heute an diesem Tag etwas sehr Wichtiges beachten. Vor einigen Jahren brach ja das siebte Jahrtausend an. Wir stehen jetzt im siebten Jahrtausend dieser Welt- und Menschheitsgeschichte. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte liegen hinter uns. Wir könnten von Höhen und wir könnten von Tiefen berichten. Geschichtswissenschaftler wissen das auch richtig einzupacken. Eines ist ganz sicher. Das ist so sicher, wie manchmal nicht mehr das Amen in der Kirche sicher ist. Du bist auf der Reise zur Ewigkeit. Ja, aber da bist du noch nicht. Sag jetzt lieber nicht Amen, sondern Halleluja. Es kommen gewaltige, weltbewegende und weltverändernde Dinge auf uns zu. Nehmen Sie mich nicht als einen Propheten, aber ich sage Ihnen voraus, dass wir sehr nahe an einem außergewöhnlichen Ereignis, vor einem außergewöhnlichen Ereignis stehen. Besonders die Ereignisse im Nahen Osten, im Mittleren Osten, sind wichtig zu sehen. Da begann die Menschheitsgeschichte. Da waren die Höhepunkte der Menschheitsgeschichte. Und da wird das Ende der Menschheitsgeschichte jetzt schon eingeläutet. Können Sie ganz gewiss sein, dass das nicht New York ist. Das ist auch nicht Moskau, Das ist auch nicht Berlin. Das sind die Ereignisse des Nahen Ostens. Wir müssen natürlich die Bibel immer zu Auge
immer zu Rate ziehen. Und Gott sagt, meine Gedanken, das sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege, das sind auch nicht eure Wege. Das behält sich der Herr vor. Und doch dringen wir mit unserem Bibelstudium immer tiefer in die Gedanken Gottes und erforschen seine Wege. Und das hat der Herr gerne. Das will er. Allein das Wort Gottes ist vorausgesagte Weltgeschichte. Noch einmal. Allein das Wort Gottes, allein das Wort Gottes ist vorausgesagte Weltgeschichte. Es erfüllt sich heute schon so viel, wovon der Herr durch seine Propheten geredet hat. Und was hat er uns alles durch die Propheten gegeben? Schauen Sie mal hinein. Von Jesaja bis Maleachi. Da werden Sie staunen. Da finden Sie unsere Zeit heute. Das Jahr 2002. Alexander Solzhenitsyn, du kennst ihn ja, den Russen. Er sagte vor einigen Jahren, und das hat mich aufhorchen lassen, ich zitiere, wir stehen alle am Rande eines großen historischen Zusammenbruchs, einer Flut, die die gesamte Zivilisation verschlingen und das Zeitalter verändern wird. Natürlich ist er kein Gotteskind. Natürlich hat er das nicht aus der Bibel heraus. Er ist auch kein bewusster Christ, aber er hat ganz unbewusst prophetische Zeichen gesetzt. Ganz unbewusst. Die gesamte Weltgeschichte, die gesamte Heilsgeschichte, die gesamte Rettungsgeschichte finden wir in 66 Büchern der Heiligen Schrift. Und das einzig Verlässliche, das einzig Lebendige, das heute hier ist, ist die Bibel. Du bist auch nicht lebendig. Du bist tot ohne Jesus. Hättest du den Herrn Jesus nicht, wärst du nicht lebendig. Wir haben Prophetie nur in der Bibel, nicht im Koran. Nur in der Bibel, nicht in buddhistischen Schriften. Wie hat es Gott denn fertig gebracht? Im gleichen Kapitel, 2. Petri 1. Lies mal mit mir, 2. Petri 1. Leicht zu finden, kommt nach dem 1. Petrus. Vers 21. Niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht. Niemals. Sondern vom Heiligen Geist getrieben, redeten heilige Menschen von Gott gesandt. Niemals hat Gott eine Weissagung. Niemals. Sondern vom Heiligen Geist. Das ist sehr wichtig. Die Heilige Schrift ist göttlichen Ursprungs und alle ihre Aussagen sind einheitlich und präzis. Das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, ist mein Mann. Das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, ist deine Frau. Auf wen kannst du dich verlassen? Auf die Schrift. Du kannst dich nicht mal auf deinen Pastor verlassen. Da bist du verlassen. Du kannst dich auch nicht auf Bruder Vogel verlassen. Der fährt wieder nach Hause. Aber auf die Heilige Schrift kannst du dich immer verlassen. Selbst in deinem letzten Augenblick, dann sagt der Herr dir, mein Stecken und mein Stab trösten dich. Das haben schon viele erfahren. Wenn ich Ihnen jetzt an der Wandtafel etwas aufzeichnen könnte, so würde ich Ihnen das Panorama der Prophetie Gottes aufzeichnen. Wunderbar. Das erste Buch Mose, die ersten drei Kapitel. Die Offenbarung, die letzten drei Kapitel. Dazwischen liegt die Brücke der Erlösung. Die Brücke der Erlösung. Nicht nur die Propheten des Alten.
Alten Testamentes haben uns Weissagungen, Prophetie gegeben. Auch die Propheten des Neuen Testamentes haben uns Prophetie gegeben. Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, alles Prophetie. Aber wollen wir einen zweiten Punkt sehen? Das war unser erster Punkt, achte auf die Zeichen. Zweiter Punkt, das Verderben unserer Zeit heute. Lesen Sie doch bitte mal mit mir, das ist nicht so weit weg. Sie brauchen nur links rüber zu gehen. 2. Timotheus 3 ist auch sehr leicht zu finden. Haben Sie den ersten? Dahinter ist der zweite. 2. Timotheus, Kapitel 3. Wie heißt es da in Vers 1? Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Eine andere Übersetzung sagt hier, und da ist sie nicht so ganz falsch, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten eintreten werden. Gräuliche Zeiten. Die Offenbarung des Johannes bezeugt uns an manchen Stellen, dass schlimme und böse Zeiten kommen werden. Und als Antwort darauf, Gericht Gottes. Was stellst du dann ganz einfach fest? Lies mal aufmerksam deine Bibel. Lies sie mal. Sie verstehen das bitte, was ich Ihnen jetzt sage. Darum gehe ich da weg. Lies sie doch mal mit der Tageszeitung und die Bibel daneben. Vergleich das doch mal. Und du wirst etwas Interessantes finden. Du findest Zeiten vom Altertum her, von der Schrift zum Beispiel, sage ich dir nur zwei Stichworte, Sodom und Gomorra. Die Zeiten findest du heute wieder. Was hat der Mob doch damals dem Lot gesagt? Gib uns die Männer heraus. Wir wollen es mit ihnen treiben. Ja, das ist heute gar nichts Neues. Wir haben sogar in Berlin einen Bürgermeister, der homosexuell ist. Für Gott ein Gräuel. Für Gott ein Gräuel. Der Oberbürgermeister von Paris, ein Homosexueller, das geben Sie offen zu. Das ist ja legalisiert worden von einem evangelischen Präsidenten in Deutschland. Die heutige moderne Gesellschaft, schreiben Sie sich das bitte auf, das ist eine modernde Gesellschaft geworden. Es riecht nach Mode. Geh mal mit mir in 4 Wochen ins Erzgebirge. Da musst du mal sehen, was die Elbe angerichtet hat. Da musst du mal in manche Häuser kommen und dann riechst du, dass hier Hochwasser war. Das ist ganz erschütternd. Wir müssen sagen, dass unsere Gesellschaft eine verfaulende Gesellschaft ist. Die schlimmsten Sünden sind heute zu finden. Und ich weiß von einer Partei, ich will den Namen nicht nennen, aber jeder weiß, wie grün sie ist, dass diese Partei den Antrag stellte, dass der Sex mit Kindern erlaubt werden müsse. Ein maßloses Streben nach oberflächlichem Lebensgenuss und immer auf Kosten der anderen. Jeder will reich werden und alles mitnehmen, was an Genuss und Vergnügen da ist. Wir haben heute offizielle Vergnügungsparks. Wussten Sie das schon?
Vergnügungsparks. Ich möchte mich dabei nicht weiter auslassen. Du kannst an diesen Städten der Lust für Geld, wirklich für Geld, alles, alles bekommen. Ich sage alles. Augen- und Fleischeslust haben Hochkonjunktur. Das ist nun mal so. Hemmungslosigkeit, Schamlosigkeit sind an der Tagesordnung. Große Teile unserer jungen Menschen verkommen. Satanische Musik vergiftet heute die Menschen und fördert die Aggression. Ich habe viele Jahre in einem Jugendgefängnis Dienst getan. Ja. Pornografie, verdorbene Filme, schamlose Theateraufführungen holen die niedrigsten Triebe ans Licht. Da brauchen wir Alten gar nicht unsere weisen Köpfe zu schütteln. Das müssen wir als Realität hinnehmen, das ist so. Unser Fernsehapparat hilft tüchtig mit, dass aus Licht Dunkelheit wird. Und aus Dunkelheit wird Licht gemacht. Sie verwandeln die Wahrheit in Lüge und unsere moderne Gesellschaft vermodert mehr und mehr. Und das Allerschlimmste an der Geschichte, wir merken es nicht einmal. Wir merken es nicht einmal. Überall in den Kirchen und Gemeindehäusern sind nur noch wenige, das kannst du manchmal an der Hand abzählen, die bewusst mit dem Herrn Jesus gehen. Die ganz bewusst sagen, ich mach's nicht mit. Ist es dir klar, dass wir alle heute schon unter der Hypnose des Geistes des Antichristen stehen? Ist dir das klar? Wir sollen vom Feind geblendet werden und herausgerissen werden aus dem Grund und aus dem Boden unserer Beständigkeit. Er will ja heute die Einheitsgesellschaft schaffen. Die ganze Welt soll eins sein. Und wehe, wenn einer dagegen ist. Aber ich möchte das Dritte mit Ihnen besprechen heute Abend. Das Dritte. Die Unruhe unserer Zeit heute. Woher kommt die Unruhe in der Welt? Wissen Sie auch, dass wir in den letzten 30 Jahren 99 Kriege in der Welt gehabt haben? Das gebe ich Ihnen aufgrund einer Sendung. Im Rundfunk habe ich es gehört, als ich unterwegs war mit dem Auto. Besonders der Nahe Osten will einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Nein. Es ist so, als habe Gott den Frieden von der Welt weggenommen. Es kann überhaupt kein Friede mehr sein. Die Menschheit ist blind geworden. Blind geworden für das große Zeichen Gottes, das er gegeben hat. Israel. Die Welt ist blind geworden. Sagen Sie mir einmal, was hat das alles zu bedeuten seit dem Jahre 48? Viele Zukunftsforscher schütteln den Kopf, wenn sie daran erinnert werden. Politiker sind ratlos geworden. Alles, was im Nahen und im Mittleren Osten geschieht, kommt wie eine große Welle auf uns über. Im Golfkrieg, vor gut 10 Jahren, hatte die Welt schon eine furchtbare Angst. Da sprachen sie schon von Armageddon. Armageddon ist viel schlimmer. Was wird es sein, wenn Saddam Hussein die Atombombe zündet? Wie hat man den kleinen Staat Israel ausgeschimpft? Wie hat man ihn pressemäßig fertig machen wollen? Als damals israelische Bomber ihm sein Atomlabor kaputtgeschmissen haben. Und dann?
Auf einmal im Golfkrieg, da war Israel, ach ja, ihr seid ja doch die Besten. Was habt ihr damals doch Gutes getan? Nein, nein, nein. 850 Ölquellen ließ der Diktator am Euphrat der moderne Nebukadnezar anzünden. Und doch, so stellen wir fest, der Herr hat noch einmal 10 Jahre Gnadenzeit gegeben. Es war noch nicht die Schlacht von Armageddon. Auch als die beiden Türme in New York umfielen, da war es noch kein Armageddon. Da riefen mich schon besorgte Beobachter an und zitierten etwas aus der Offenbarung, aus Kapitel 18. Oh, vom Meer aus haben wir gesehen. Oh, 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 oh. Ja, ja, sicher, aber nein, nein. Sehr wichtig ist, dass wir die Unruhe in der Welt von einem einzigen Punkt aus sehen müssen. Schreiben Sie sich das gut auf. Von Jerusalem. Sie müssen alles von Jerusalem beurteilen. Das ist sehr, sehr einfach gesagt, aber das ist tatsächlich so. Sehen Sie die Unruhe der Welt von Jerusalem aus. Israel ist heute wie ein Sandkorn in der Austernmuschel. Ein Fremdkörper. Ein Politiker hat vor gar nicht langer Zeit gesagt, am besten wäre es gewesen, den Juden kein eigenes Land zu geben. Das ist leider nicht rückgängig zu machen, weil der lebendige Gott seine Hände im Spiel hatte. Das hat kein Mensch, das hat keine UNO getan, das hat Gott getan. Bist du mal im Wald gewesen? Ja? Ich komme da sehr selten. Aber ich war auch schon mal im Wald. Und da habe ich so einen Hügel gesehen, so groß. Bitte? Richtig, nein, was seid ihr doch Studenten? Ah, ihr seid ja Waldspezialisten. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe so ein kleines Stück Holz genommen und dann habe ich das da drauf geworfen. Da kam Bewegung in den Haufen. Die Ameisen rannten, um das Stück Holz zu beobachten. Was ist das? Was ist da auf unsere Burg gefallen? Die haben gedacht, da ist eine Atombombe los. Der ganze Haufen drehte durch. Israel ist seit 1948 dieses Stückchen Holz, was in den Ameisenhaufen gekommen ist. Israel ist ein Störenfried in der Völkergemeinde. Die jüdischen Menschen mögen sie nicht. Den Staat Israel empfinden sie lästig und störend. Die arabischen Nachbarn sind beunruhigt. Besonders der Iran mit den Mullahs. Und der Irak sind Israels Todfeinde, noch und nöcher. In vielen Nationen, auch in den größten Nationen der Welt, ergreift die Welle des Antisemitismus die Menschen, Arme und Reiche. Das Geheul von 1933, was die Nazis anrichteten, das haben wir heute teilweise schon wieder. Daran merken Sie, das ist nicht von den Nazis, das ist schon lange in den Nationen. Israel, das ist der Störenfried, den müssen wir vernichten. Sie können das sogar in der Bibel lesen. Wir haben das ja in der Wahl bei Möllermann gesehen, nicht? Ich hörte es gerade noch in den Nachrichten. Das Verfahren beim Staatsanwalt in Düsseldorf ist beantragt worden. Jetzt geht's ihm an den Kragen. Es wurde der Journalist gefragt,
Der Staatsanwalt wurde vom Journalisten gefragt, was kann ihm denn passieren? Ja, wenigstens 3 Jahre oder so viel Geldstrafe. Ja, das musste Mr. Möllermann doch wissen. Wenn man an Israel geht, geht man an den Augapfel Gottes. Vor 4000 Jahren hat Gott Abraham, Isaak und Jakob das Land verheißen. Nun gibt er es seinem Volk. Und eigentlich sollten doch die Christen darüber sich freuen. Hör doch mal, was ich dir vorlese aus Psalm 87, Vers 2. Kennt ihr den größten Zionisten der Welt? Ja, das ist Gott. Denn im Psalm 87, Vers 2 steht, Gott liebt die Tore Zions. Gott ist also der erste Zionist gewesen, vor Theodor Herzl. Gott streitet für uns, damit wir stille sein können. Gott streitet für Zion. Gott liebt Zion. Und für Zion tut Gott alles. Darum wagt sich bitte niemand an Zion. Das ist gefährlich. Und nur noch das Letzte, die erfüllende Prophetie. Warum hat der Herr eigentlich das kleine Israel erwählt? Warum hat er nicht die liebreizenden Württemberger erwählt? Warum hat er nicht die Dänen erwählt oder die Holländer? Warum gerade Israel? Gott hat Israel erwählt, weil er dieses Volk lieb hatte. Und Liebe, die kann man und die darf man nicht erklären. Ich habe auch schon manchen jungen Mann gefragt, muss es denn gerade diese Helga sein? Man sieht schon, wie sie mit den Hörnern vor die Mauer laufen. Aber da kann man sie nicht aufhalten. Seine gute Hand liegt auf diesem Volk und auf diesem Land Israel. Es ist nicht zu übersehen, dass die arabischen Nationen Haufen, Millionen Quadratmeter Land haben. Aber dieses kleine bisschen, dieses kleine, so klein ist Zion, so klein. Und das alles ist arabisch. Wenn die ganze Welt arabisch ist, dann ist so groß Israel. Mehr hat Israel nicht. Schau dir den Iran an, den Irak. Schau dir die Saudis an. Oh. Man kann es gar nicht begreifen, du fährst tagelang da durch, da begegnet dir kein Mensch. Land genug. Aber dieses kleine Land zwischen Jordan und Mittelmeer, zwischen Beersheba und Dan, das wollen sie haben. Warum? Weil da sich Gott geoffenbart hat. Das ist Gottes Zentrale. Ich habe mich Jerusalem zugewandt. Das ist mein Platz. Da will ich angebetet werden. Das hat Gott bestimmt. Seine gute Hand liegt auf dem Volke Israel. Und es soll sich keiner wagen, seine Hand gegen Israel auszustrecken. Er umgibt sein Volk wie eine feurige Mauer. Ich will über mein Volk wachen. Jeremia 31, Vers 28. Ich will über mein Volk wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Ach, der Morgenstern ist aufgegangen in unseren Herzen. In deinem auch? Ja? Dann sage ich dir, der Herr kommt bald. Und wenn dann der treue Heiland kommt, um erst seine Gemeinde nach Hause zu holen, und dann später stehen seine Füße auf dem Ölberg.
Herrn kommt er zu seinem Volk Israel? Der Morgenstern ist aufgegangen. Es ist ja jetzt gerade Abend. Das Sonderbare ist, dass jetzt der neue Tag begonnen hat. Das bekommst du in dein Köpfchen nicht so schnell rein, weil du immer meinst, der Tag fängt morgens an. Das ist aber ein falsches Denken. Der Tag beginnt immer am Abend. Darum beginnt der Schabbes wann? Schabbat, wann beginnt er? Freitagabend, wenn die Sonne untergeht. Dann kommt die Mutter, deckt den Schabbestisch, die beiden Kerzen. Und dann beten sie. Und dann sitzen sie in Festkleidung an dem Tisch. Dann beginnt der neue Tag. Darum beginnt der Sonntag eigentlich bei uns wann? Samstagabend beginnt der Sonntag. Ja. Aber du hast jetzt eine ganze Nacht Zeit, um darüber nachzudenken. Und wenn es dir nicht so richtig klar ist, warum heute Abend schon der neue Tag beginnt, dann frag mich morgen mal. Vielleicht haben wir dann Zeit, mal darüber nachzudenken. Aber die Frage heute Abend ist, bist du eingestellt auf die Erscheinung des großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus? Der Herr kommt und er will dich mitnehmen ins himmlische, herrliche Jerusalem. Sei bereit, heute noch deinem Gott zu begegnen. Und ich möchte den Abend beschließen. Maranatha, unser Herr, komm. Es heißt nicht Maranatha, es heißt Maranatha, unser Herr, komm. Gott segne euch. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns diesen Abend geschenkt hast und dass du uns das Zeichen Israel vor die Augen gestellt hast. O Herr, dass wir doch auf dieses Zeichen achten, das Zeichen deiner baldigen, sehr baldigen Wiederkunft. Gib Gnade, lieber Herr, dass wir wach sind, dass wir dabei sind und dass wir dir mit Freuden wie die Jungfrauen entgegengehen können. Segne uns auch in dieser Nacht, bewahre uns. Und wenn diese Nacht du wiederkommen wirst, Herr, dann wollen wir uns darauf freuen. Und wenn du noch nicht wiederkommst, dass du noch verziehst, lieber Herr, dann erbitten wir auch für morgen wieder einen reich gesegneten Tag. Um deines Namens Jesu willen. Amen.